Darf ich durch? Dankeschön. Wir sammeln Pokémon für ein erstaunliches Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Entschuldige, aber Team Galactic nimmt keine Kinder auf. Oh, schade, Team Rocket hat's getan. Just saying. Alter, die drippen so heftig mit ihrer Kleidung. Fischer Leo und Fischer Leo, Digga, sind so am Drippen. Mr. Peise, bitte. Ja, komm, wir machen das so. Wird natürlich übelst schwach auf Seedraking sein. Aber damit wir ihm schon mal ein bisschen Damage drücken können. Dafür habe ich das gemacht. Dann hat Mr. Peise es nicht ganz so schwer. So, Zornklinge von Mr. Peise. Zack. Okay. Schneebedecke, das gefällt mir gar nicht. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Zack. Zornklinge auf dich. Easy going. Du bist raus und Zornklinge wird jetzt sogar noch mal stärker, weil wir es erneut einsetzen. Und weil wir ein Level-Up haben. Nee, es ist gar nicht Mr. Peise. Es ist Mrs. Peise, merke ich gerade. Ach nö, ich darf nochmal zum Namensbewerter. Eine Mistpeise, wie kann ich das nur verhauen? Okay, Zornklinge, nee, komm. Satomara. Satomara sollte es auch tun. Ja, oder eine gekonnte Metallklinge. Das kann natürlich auch sein. Jetzt erstmal wieder zurück. Fischer Leo und Fischer Leo wurden besiegt. Konnte ich nur so blöd sein? Ey, ich möchte hier reden. Willkommen bei Team Galactic. Willst du deine Pokémon spenden? Was? Nicht? Dann verlass bitte sofort unser Gebäude. Du willst doch nicht, dass wir gleiche. Was? Dass wir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens. Du wolltest nach oben, nun, warum bist du dann nicht einfach nach oben gegangen? Unser erstaunliches Unterfangen ist zweifellos atemberaubend. Wenn du die glorreiche Enthüllung sehen willst, möchte ich nicht weiter ein. Okay. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert, sondern an den Sternen. Ich meine, klar, es ist ein Haufen Vollidioten, aber ich mag sie. Ich sympathisiere mit ihnen. Auf eine merkwürdige Weise. So. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Ja, ich möchte gerne was ändern. Ich habe mich im Geschlecht geirrt. Ja, wir müssen noch mal was machen. In Wirklichkeit ist es nämlich eine Mistpeise. Alter. Miss Peise passt perfekt hin. Es war von Anfang an dafür bestimmt, dass es so heißt. Das gute Miss Peise. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich eigentlich mal einen Encounter fangen, weil wir haben ja sowieso kaum noch Zeit, oder? Ich glaube, zwei Encounter sind möglich gerade für uns. Hätten wir den Angel, könnten wir hier auch schon einholen.
Encounter ist... Nein! Warum? Ich kann mit dir nichts anfangen. Ist schwach. Kein Dunkelstein, Finsterstein. Finsterstein heißt die Dinger, oder? Ich habe halt 0% Verwendung für dich, Alter. Nein! 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 Ich hasse Apple-Tastatur! Die Scheiße reagiert nicht! Drecksmist! Kack-Apple! Ich habe seitlich zweimal A gedrückt. Es reagiert nicht. Siehst du den Kraterberg über uns? So riesig möchte ich einst auch sein. Keine Sorge, dein Bauch ist schon fett genug. Du siehst schon so aus wie so ein Kraterberg, Junge. Muss ich nur auf den Boden legen, dann sehe ich den Horizont nicht mehr. Kackscheiß hier. Ich meine, ich hätte mit dem Pokémon sowieso nichts anfangen können, aber... Du bist ein dreckiger Arsch. Ja, was du jetzt machst, du kannst noch verlieren. An der Stelle. Machst du einen Sandwirbel, reife ich mit Finte an. Natürlich macht er einen Sandwirbel. Natürlich macht er einen Sandwirbel. Anderes kann dieser dämliche Nuttennager auch nicht. Er kennt auch was anderes. Wow! Mensch, bist du stark. Ach, Mann, ey. Ich meine, Roman braucht die XP, ja. Roman braucht sie. Das ist nur ein Ultrigaria. Das sollte schon was werden. Also ich hoffe es, dass es wird. Ich hasse dich. Ich werde dich immer hassen, Ultrigaria. Ist das dein scheiß Ernst, Roman? Ist das dein scheiß Ernst? Jetzt, wo du angreifen müsstest, wo es um dein Leben geht, jetzt entscheidest du dich dazu, nicht anzugreifen. Ich hinterfrage an der Stelle wirklich deine Lebenseinstellung und deine Moral. Und eure Moral möchte ich auch in Frage stellen. Wenn ihr dieses Video seht, warum lasst ihr mich gottverdammt nochmal ein Abo da? Es ist kostenlos. Abonniert jetzt. So, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren letzte Folge. Also, ich weiß es schon, hier irgendwo. Wir wollten uns hier, glaube ich, ein Pokémon fangen. Machen wir das doch einfach mal.
Ja, ich glaube, das war unser Ziel. Letztes Mal. Ich merke auch gerade, die Facecam, what the fuck, die schliert übelst hinterher. Ich würde gerne wissen, warum. Wahrscheinlich werde ich das nicht erfahren. Ich muss gleich nach dem Kampf nochmal einen Schnitt machen. Ich muss gucken, ob das wirklich so extrem asynchron ist. Weil gefühlt ist dazwischen eine halbe Sekunde Unterschied. Sadistisches Pokémon. Aber egal wie sadistisch du bist, du gehst jetzt in den Ball. Dankeschön. Und wehe, wenn ich schwör's dir, ich schlag dich zusammen. Okay. Das reicht jetzt. An der Stelle ist der Spaß vorbei. Finde ich gut, dass du meinen Angriff senkst. So besteht eine Chance, dass du überlebst. Okay. Was auch immer du für eine Taktik verfolgst. Jungs, der will Stress. Es ist schon wieder soweit. Digga, könntest du bitte in deiner Position bleiben? Digga, bleib in deiner Position. Junge, was bist du für ein Scheißding? Bleib doch bitte so, wie ich dich hinbiege. Dankeschön. Geht doch. Ich sehe das in der Facecam, wenn du das nochmal machst. Ich warne dich. Na endlich. Endlich haben wir den Hosenscheiß, Alter. Was ist mit meiner Frisur? Boah, jetzt habe ich da hinten. Ne, hier. Ja, ein bisschen glatt so vielleicht. Hat nichts geholfen. Nice. Babymaus. Wer ist denn eine Babymaus? Oh, ich weiß, wer der Babymaus ist. Rollt. Rollt ist so eine richtige Babymaus. Aber so eine richtige. Nehmen wir uns den Dings da unten? Ich würde sagen, ja, oder? Wir nehmen uns den Pokéball. Wir nehmen uns das Item mit. Habt ihr früher als Kind auch mal Item gesagt? Ich hab's ständig gesagt. Ultra nervig. Alter. By the way, es gibt gute Nachrichten. Der PC, den ich mir bauen wollte, er wird wahrscheinlich bald das Alpha, nee, das Pre-Alpha Early Access Stadium verlassen. Ja, die Planungen sind bereits abgeschlossen. Jetzt müssen nur noch Teile bestellt werden. Aber da warte ich noch auf den Winter-Sale bzw. das Weihnachts-Sale und dann vielleicht noch Neujahrs-Sale. Dann werde ich mir die Teile holen. Und, by the way, das richtig gute Pokémon ausgewählt. Das richtige. Außer dagegen. Und dann werde ich die Teile kaufen. Für knapp 2300 Euro. Das geht eigentlich voll. Aber dazu später in dem Video mehr. Ach ja, und ich wollte überprüfen, was mit der Facecam los ist. Kann sein, dass ich da irgendwas falsch eingestellt habe, weil ich habe rumgespielt daran. Und jetzt ist halt ein bisschen was verändert. Digga, was soll denn das? Was ist das für ein Benehmen? By the way, morgen
Deutschklausur, Leistungskurs. Ich glaube 270 Minuten waren das. Überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber wirklich so gar keinen Bock. Also heute, nur zum Verständnis, ist Montag für mich. Der 26. Dann diesen Donnerstag noch Geschichtsklausur. Nächste Woche Montag. Nein! 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 Das ist jetzt nicht dein Ernst, Digga. Das ist nicht dein Ernst. Du zugeschissenes Drecksvieh von einem Austoss. Leck mich am Arsch. Also was ich sagen wollte. Nächste Woche Montag dann Bio-Klausur, wahrscheinlich auch 270 Minuten. Oder 210. Und dann gleich am Dienstag hinterher. Gott, wie heißt das? Latein-Klausur. Alles auf Leistungskurs. Also Deutsch. Deutsch, Bio und Latein. Stimmt, da hinten ist noch der Ninja-Junge, den müssen wir auch noch kalt machen. Hatten wir hier schon einen Encounter? Ich glaube ja, ne? Ja, hatten wir, stimmt. Hatten wir. Das ist vielleicht nicht die beste Ausgangssituation für uns. Wie, es hat irgendwie so eine Scheiße. Okay, hat sich Verfolgung. Stell dir vor, es hätte Verfolgung gehabt. Oh mein Gott. By the way, nach dieser Aufnahme werde ich endlich das machen, was ich schon seit Ewigkeiten machen wollte. Ich werde endlich mit The Witcher anfangen. Wahrscheinlich werde ich eh wieder Rocket League zocken, weil ich Stufe 62 werden möchte und mir diese coolen Räder im Free Pass holen möchte. So. By the way, es ist ja gerade dieses Haunted Hollows Event. Da kann man sich ja so eine goldenen Kürbisse, so eine Lootboxen holen, wo man halt, ich glaube, von jedem Drop alles holen könnte. Also selten, sehr selten. Import, exotisch und Schwarzmarkt. Und das kann man 5-mal wiederholen, also bin ich gerade dabei, mir schön was zu holen. Ich will übrigens immer Import, weil ich da hoffe, dass ich Autos kriege. Schwarzmarkt hat sich irgendwie nicht gelohnt bei mir. Exotisch lohnt sich auch irgendwie überhaupt gar nicht. Nehme ich Import. Da stehen die Chancen gut, dass ich ein Auto kriege. Hat bisher schon einige Male funktioniert, von daher. So, Mew gegen Zerpeiser. Sieht ein bisschen schlecht für ihn aus. Nein, ich möchte weiterkämpfen, bitte. Rocker Veronica. By the way, wenn der PC da ist, wird gleich erstmal gestreamt. Dann wird erstmal gleich gestreamt. Ich hoffe, das liegt noch in den Ferien. Dann kann ich einen 24-Stunden-Stream machen. Oder einen 12-Stunden-Stream. Je nachdem, weil dann ist ja das kein Problem mehr. Außer vielleicht müssen wir noch ein paar Meter langes LAN-Kabel holen. Ich wollte nicht vorspulen. Er ist ein cooles Pokémon. Ich weiß gar nicht, welchen Typen es hat. Ich gehe mal davon aus, dass es Gift hat. Ich weiß es aber beim besten Willen nicht. Jo, was geht ab? Ich hab Tränen in den Augen, was ist los? Echt?
Ah, okay. Junge, greif doch nicht fünfmal an. 5 von 5 Mal getroffen. Das ist doch echt. Digga, das kannst du keinem erzählen. Man selber setzt Kratzfurie ein. Das häufigste, was man trifft. 2 bis 3 Mal. Meistens 3 Mal. Wie oft habt ihr schon 4 oder gar 5 Mal getroffen? Schreibt's in die Kommentare. Oh, was? Hier kann ich auch vorspulen. Cool. Habe jetzt zweite Vorspultaste gefunden. Jetzt aber ernsthaft, schreibt mal in die Kommentare, wie oft ihr es geschafft habt, 4 oder 5 Mal zu treffen. Es ist einfach nicht möglich. Es ist unmöglich. By the way, ich werde die Facecam jetzt so lassen. Ich habe jetzt keinen Bock, die Aufnahme auszumachen, wenn ich gerade im Flow bin. Werde ich gerade angerufen? Nee, Nachrichten mal auf WhatsApp. Da ist es wieder. Ich habe wieder vergessen, mein Handy stumm zu schalten. Es tut mir leid. Oh, mein Zubat. 3 Gestirn. Ja, sorry. Passiert. Passiert. Das mit Riolu ist ärgerlich. Aber ich denke, es ist verkraftbar. So schlimm ist es zum Glück nicht. Auch wenn ich mich ärgere. Natürlich ärgere ich mich. Weil wir hätten einen fucking Lucario haben können. Das wäre ultra gewesen. Vor allem, weil es sich bald entwickelt hätte. Aber naja. Aber naja. Ich werde übrigens nicht auf Zerschneider gehen. Zerschneider ist einfach zu ungenau. Glaube ich. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen TM? Beziehungsweise einer anderen Attacke. Stimmt, ich habe das mit Finsteraura, glaube ich, verwechselt, oder? Ja, obwohl 85 ist auch nicht viel. Hat der Gegner eine Attacke mit 85er, trifft er sie eigentlich jedes Mal. Was zeigst du mir im Po? Das ist ein bisschen unfreundlich, Kollege. Oder gibst du einmal deinen neuen Schwänzen? Ich brauche nur einen für meine Freundin. Du mit deinen neuen Schwänzen musst irgendwas kompensieren, habe ich das Gefühl. Okay, machen wir ein bisschen schneller. Meine Pokémon sind wieder topfit. Ja, topfit. So, bewegen. Welche haben wir denn hier? Das sind alles die auf der Bank. Und hier ist die Ripbox. Karius war mir eine Ehre. Riolu. Aber du musst leider gehen. Okay, was haben die für Attacken? Unkenntnis. Ignoriert Wechsel der Statuswerte des Gegners. Wieso? Verstärkt Feuer A, wenn Feuer A, wenn von Feuer A getroffen? Fragezeichen? Okay, Rivalität ist interessant. Okay, was hast du für Attacken? Das ist das einzig Gute und das hat eine schlechte Genauigkeit. Ja, hatten wir schon mal durchgeguckt, das hier war einfach nur Müll. Ach ja, da brauche ich gar nicht gucken. Oh, Rasierblatt 130, 100. Du kommst rein, Roald. Oh, ich habe schon Roald. Ja, gut, jetzt habe ich 2 Roald. Bei der Ball, was hast du für ein Item? Superball. TM44, gib mal her. Okay. Dann nennen wir den schnell um, den guten Roald. Ich möchte jetzt mal gucken, was TM44 ist. Erholung, okay. Tja, wie nennen wir das jetzt?
Ah ne, da hinten war. Wir sind zum Glück gerade in der Stadt. In der Stadt der Städte. Da ist er, der alte Mann. Ey, alter Mann, ich brauche nochmal deine Hilfe. So, Roald wird umbenannt in... Ne, pass auf, er bleibt Roald. Pichu ist weiblich. Pichu müssen wir umbenennen. Jetzt wird doch endlich mal Zeit, dass wir uns mit Team Rocket anlegen. Team Galactic. Das lässt auch schon wieder Ewigkeiten auf sich warten. So. Team Galactic! Ja, seid ihr dran, ihr fiesen Rüpel. Die haben wir ja schon besiegt. Irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ja, kämpft gegen mich. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Ich glaube nicht, dass ich Pokémon spende. Ich glaube, du spendulierst mir gleich ein bisschen Geld, Fischer Leo. Ist einfach alles Fischer Leo. Oh Gott, war es jetzt Drache Boden, Drache Käfer, Drache... War es Käferboden? Ich glaube, Käferflug? Dieses Pokémon kann halt so viele Typen sein. Wetten, es trifft nicht. Oh, ist er getroffen. Okay, Google. Welchen Typ hat das Pokémon Libeldra? Laut Libeldra ist ein Pokémon mit den Typen Boden und Drache und existiert seit der dritten Spielgeneration. Okay, Bodendrache. Seid mir ehrlich, das ist viel verwirrt, oder? Auch durch die Vorentwicklungen verwirrt es komplett. Zeig mal her, zeig mal her, was kann die? 25, 80, tschüss. Nicht lernen, nein, danke. So einen Müll brauchen wir nicht. Wir schicken schnell den Roald rein. Mit ihr beiden Nippeln auf dem Rücken. Okay, sind wir realistisch? Wie stark kann es sein? Wie stark kann ein Quapsel sein? Oh mein Gott. Wenn das jetzt was wird. Oh, damn. Geil. Nice, Roald. Gönn dir. Heftig. Einfach heftig. Da war das Glück auf unserer Seite. Ach, Ultrigaria. Ich habe gerade Ultra Lugia gelesen. Dachte mir. Was ist das? Aber Ultrigaria, ja. Ja, kein Ding für den King. Denn Empoleon ist ein Königspinguin. Beziehungsweise ein Kaiserpinguin. By the way, ich mag diese Seitenakzente, die er hier am Kopf hat. Langsamer Zeit für Flügelschlag, oder? Ein bisschen lächerlich ist es ja schon, dass wir immer noch mit Schnabel angreifen. So, Fischer Leo, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Wir gewinnen 480 Poké-Dollar. Nice. So, der nächste bitte. Eine Frage ist, die Operation auszuführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Okay. Okay. Skaraborn. Ich liebe dieses Pokémon. Einfach der Sprite, einfach alles an ihm so. By the way, gegen das Skaraborn zu kämpfen, das normale Pokémon, ist sehr riskant, merke ich gerade.
Und Unlicht wird nicht sehr effektiv sein. Oh Gott, war es Käferkamm? Ich weiß nicht, welchen Typ dieses Pokémon angehört. Ich weiß nicht mehr. Okay, Google. Welchen Typen hat das Pokémon Scaraborn? Laut PokeWiki, Scaraborn ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Kampf und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Gut, dass ich mich rausgehalten habe. Ach komm, Alter, One-Attacke. Scaraborn ist aber auch echt stark. Ich dachte, der Volltreffer war notwendig. Hätten wir den nicht gehittet? Hätte Scaraborn vielleicht noch weitergelebt. Das wäre nicht gut gewesen. Ich liebe es zu sehen, wie Paula mal weiter aufsteigt. Und jetzt kriegen wir auch endlich eine richtige Elektroattacke. Bitte lass sie stark sein. Ja, ist okay. Ist okay. Ist, glaube ich, ein bisschen stärker als Original, oder? War das Original nicht 50 oder so? Bin ich mir gar nicht sicher. Na, kommst du nicht davon. Doch. Ich bin bereit, alles zu tun, um befördert zu werden. Eines Tages, der kommt bald. Du wirst unsere wahre Macht erleben. Sagst du eigentlich. Man kann auch überall Pokémon fangen. Was ist denn so besonders an ihnen? Trainer, die ihre verlieren, sollten sich neue fangen und nicht so viel heulen. Er fangt euch auch selber welche. Jetzt mal no joke, Alter. Was geht denn hier ab? Hi. Was hat Team Galactic hier nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Oh, das ist Jupiter. Hallo. Hä? Wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien. Ja, klar. Als ob ich das erlauben würde. Ein Versuch war es ja wert. Ja. Alter, Team Galactic ist so am Drippen. Guckt's euch an. Guckt euch die Kleidung an. Oh, Gengar? Ah, du denkst, du kannst mich outplayen, weil ich ein Normal-Pokémon einsetze. Nichts da. Get outplayed, bitch. Kein NPC der Welt kann mir was anhaben. Auch nicht mit einem Horrorblick. Kann ich fliegen? Wie anmaßend. Versuch dich doch mal heran. Kindchen. Sagte die, deren Gengar gerade komplett lowlife ist und gegen einen Schnurrgas verliert. Tja. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. So. Gehst jetzt wieder ins Bett. Schlaf gut. Oha. Ah, jetzt sehe ich nicht, welches Pokémon eingesetzt wird. Ist scheißegal. Jo. Danke. Die Skorgler. Die geht so schön. Ah, ja, gut. Finte. Wahrscheinlich Flinte, Digga. Schnurrgas holt eine Knarre raus, schießt einfach ab. One-Hit. Oh. Das ist nicht so gut für uns. Noah, kommst du mal kurz rein? Brauch dich mal. Noah, bitte an der Kasse 1. Noah, bitte. Nice try. Digga, was hat das für eine Verteidigung? Das ist unglaublich, ne? Ja, komm hier, komm, Härtner hier, Härtner da, wir überspringen den Schmist. Gibt keine Sau. Machen wir es halt so. Ja, Spezialverteidigung hast du nämlich nicht gepusht. Burschen. Oh, wir sind schon so weit über die Zeit hinaus. Muss jetzt schnell gehen. Komm, wir überspringen das Ganze mal hier. Zack.
Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig. Aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alten Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mythologischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst. Ja, was mit deinem Haspirohr, kriege ich das? Aber dieses Team Galactic. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltall. Oder Weltraum. Her damit. Was für eine krude Logik. Als käme sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau mal mein Fahrgeschäft vorbei, wenn du schon in der Nähe bist, ja? Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt gesund. Man sieht sich.